Sichten, dann gehen wir doch lieber Blutmagie. Nehmen wir hier noch eine neue Karte dazu. Knoten freischalten. Raserei verbraucht alle Wutaufladungen und jede davon erhöht den Schaden um 40%. Passiv regeneriert ein Trefferpunkt für je zwei erhaltene Blutungen. Das kommt, denke ich, relativ selten vor, wäre Schwachsinn. Fügt 15 Schaden zu, fügt 4 Schaden pro Blutung am Ziel zu. Das wäre natürlich schön. Visiert alle Verbündeten und den Wirker an. Verleiht 1 Reinigung und reduziert 2 Blutungen um 2. Auf einen Schlag von allen meinen Leuten in Status wegnehmen. Das klingt doch komplett OP. Und dazu noch Blutung reduzieren. So, können wir bei ihm. Wir gucken mal, ob wir bei ihm entschlacken können. Sieht eigentlich auch alles gut aus. Ich meine, das müssten wir jetzt nicht unbedingt, weil zwei zufällige Zauberkarten abwürfen, aber das kostet mich halt auch wieder nichts. Also es wäre jetzt nicht so zwingend. Aber im Endeffekt, ich habe die dann sinnlos auf der Hand und brauche sie dann wahrscheinlich gar nicht. Weil kanalisieren kann ich auch mit denen machen. Obwohl hier diese scheiß Wucherwurzeln, die kotzen mich auch an. Aber das sind halt Synergiezauber. Den Scheiß weg. Gutes. So, und bei ihr können wir. Nee, das ist zu weit weg. Da kommen wir nicht hin. Wir könnten hier noch einen Geistheiler-Fähigkeit ziehen. Machen wir das mal. Wirkt auf Verbündete im Quadrat dreimal Wuchten. Verursacht 13 Schaden, verbraucht 1 Kanalisieren für die Enthüllung einer temporären, gewöhnlichen oder seltenen Heilkarte. Verursacht 16 Schaden, Enthüllung einer temporären, gewöhnlichen oder seltenen Heilkarte. Verbraucht alles Kanalisieren für je 3 verbrauchte. Das macht halt gleich Flächendamage. Ich glaube, dann ist das besser, weil die drei Schaden, wo die sich unterscheiden, ist eigentlich. Alles andere ist ja gleich. Hier trifft er halt noch angrenzende mit. Okay, dann hätten wir das. Uff, ist das noch weit. Oh, 17 Gold, einfach mal gefunden. Kann man ja mal mitnehmen. Was ist hier? Schrein der vergessenen Mächte. Benutze ihn, um einen Schicksalspunkt wiederherzustellen und die Welt dauerhaft so zu verändern, dass sie. Ach so, das. Im Gebiet ist eine magische Rüstung zu finden. Gegner besitzen eine weitere beherrschte Fertigkeit. Besitzen eine weitere beherrschte Fertigkeit. Also geht's hier wahrscheinlich nur darum. Im Gebiet ist eine seltene Rüstung zu finden.
Also ich könnte es jetzt mit so einem Kleeblatt zum Glücksdings zurücksetzen lassen. Da würde er das rausnehmen und das rausnehmen. Seltsam, Weihrauch habe ich leider nicht. Wenn ich das ge gehabt hätte, könnte ich das jetzt spielen und da würde hier jetzt nochmal ein neuer Modifikator auf beiden Seiten. Aber ich glaube, ich weiß nicht wo. Die sagen mir nicht wo. Eins von beiden. Oder hier. Im Gebiet ist ein weiterer Gegenstand zu finden. Welche waren das noch? Die hier, ne? Beinhaltet Kisten. Magische Rüstung. Das ist eine seltene Rüstung. Alter! Also das Feld muss ich auf jeden Fall nehmen. Wäre halt cool, wenn ich mir hier einen Marker draufsetzen könnte. Immer rechts. Immer rechts halten. Hier hätte man einen Shop. Könnte man auch gucken gehen, wenn ich so weit komme. Weil es ist das zweite Reich im zweiten Schwierigkeitsgrad. Könnte vielleicht sogar noch heikel werden, bis dahin zu kommen. Alter, was ist denn das denn dort für ein Feld, ey? Gleich zwei Rüstungen. Du greifst alle auf den unteren zwei Reihen, aber machst nur zwei Damage. Du greifst hinten an, machst 9 Damage. Dich müssten wir schon mal ein bisschen ernster nehmen. Du greifst den an. Alter, der Magier, der wird ganz schön zu tun kriegen jetzt. Er macht da 9 Damage und er macht auch 9 Damage. Also geht sie komplett bis auf die 2 Damage hier komplett frei raus. Ihn müssten wir jetzt versuchen. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Das passt ja schon mal. Und dann könnte man noch das raushauen. Ja. Auf wen? Auf ihn oder auf ihn? Bleibt sie eigentlich fast gleich. Wenn wir ihn wegknallen, da hätten wir eh eine Reihe frei. Das macht halt nichts, bringt halt. So. Er wurde doch auch hart anvisiert. Und er kann sich natürlich gar nicht wehren. Einzigste Möglichkeit wäre, glaube ich, nach hier zu gehen. Dann wäre die Reihe frei, wo er angreift. Das wäre weg. Das wäre weg. Und die beiden gehen auf ihn. Dann könnte er hier, bräuchte sich eine Verteidigung und könnte ordentlich austeilen. Hey, angearscht, Kollege. Aha. So, sie müssten wir jetzt gegen 11 Damage schützen. Da müssten wir schon die zwei spielen. Das könnten wir noch spielen. Oder wir nehmen die 5 in Kauf, weil wir kriegen bei ihr jederzeit Heilungskarten. Könnte man nämlich noch das spielen. Okay, wir nehmen die 3 Schaden in Kauf.
hinten Reihe. Also er würde jetzt 28 Schaden kriegen, wenn er, wenn das so bleibt. Das ist krass. Okay, dann wären es nur noch 18 Schaden bei 7 Schild. 11. Ist halt immer noch eine wirklich gut. Aber da kann ich halt nichts dagegen machen, außer ich ziehe einen von den anderen dann vielleicht noch hinter. Ah, die müsste ich dann komplett hinterziehen. Ist wieder unnütz AP kostet. Ich meine, ich könnte jetzt mit ihm noch die Verschiebung nach hier ganz vorne, dann bräuchte bloß noch einer von beiden eins hintergehen, würde damit hinten stehen. Dann wäre das erstmal gegessen. So, wenn ich jetzt bei ihm ordentlich 10 Schutzschilde, 12 Schutzschilde, 8, 10. Müsste ich halt auf den coolen Angriff verzichten, aber er könnte dann erstmal die ganzen Angriffe fressen und würde da keinen Schaden nehmen. Das wäre halt schon in Ordnung. Genau. So wollte ich das. Oh, die war jetzt vor ihr dran, okay. Uff. Ihr seid ja dumm. Ich brauche jetzt mit ihr bloß hier rüberziehen. Dann sind die alle wirkungslos. Oder rechts. Der ist halt jetzt gerade komplett nutzlos. Reinigung braucht man, ne? Kritische Treffer, die sind beim nächsten Zug wieder weg. Schütze braucht er nicht. Zufällig Einheit ist Quatsch. Bei dem Spielstand brauche ich nur auf Zufall gehen. Das könnte man dann machen, wenn es. Obwohl, wir haben noch. Warte mal, wenn es unsere Leute trifft, würden die 3 Schaden nehmen. Aber 5 Blutungen. Nee. Nee, 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 nee. Hey, das ist Schwachsinn. Das kannst du machen, wenn wirklich ein Spiel kurz vorm Kipp steht, aber ja, wenn wir es hier intelligent spielen, dürfte eigentlich nicht viel anbrennen. Ha, ich und intelligent.